Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute wieder dabei der gute Michael und der Lasse, der nicht so gut ist. Was hat das jetzt heißen? Ich kann auch nichts dafür. Ja, alles gut. Scheinbar ja nicht. So, also, wir befinden uns im Craften Farmhouse. Unsere Aufgaben sind rauszufinden, was für Geist ist. Geist mit Räucherstäbchen. Erreichen Sie eine durchschnittliche Sanity von 25. Lassen Sie ein Teammitglied Erzeuger eines Geisterevents werden. Und das ist Thomas Milles. Ich nehme mal die Quasselbox mit. Und ein Buch. Quasselbox und Buch. Lasse hat bestimmt bei Parabolwürde bei, ja? Erster Parabol. Das war mir klar. Ich geh nuff. Hallo. Ich find das recht. Bist du hier? Hey, gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Liegen hier Tarotkarten. Oh. Bist du hier? Dass die schon wieder die ganze verfluchte Objekte suchen müssen, das ist der Hammer. Das ist spannend, weißt du? Was ist los? Lasse, guck doch einfach mal bei Michael in der Hose, da ist auch was Verfluchtes drin. Ja, da ist nichts drin, das ist das Problem. Da ist nichts Verfluchtes drin, da ist was Gefährliches drin, ja. Naja. Bist du hier? Was soll da drin sein? Ich nicht. Doch, meine Peitsche. Meine feste. Weißt du, das ist höchstens ein Fuß oder ein Fussel. Mehr ist das nicht. Bist du hier? So nicht, mein Lieber, so nicht. Da ist mein scharfes Messer drin, so gefährlich. Damit kann man Leute abstechen. Naja, pass auf, wenn man im richtigen Moment versteckt, blutet es auch. Ja, pass auf. Bist du hier? Stink nach Bier. Gebackene Banane. Ja, so riecht's vielleicht. Mhm. Bist du hier? Ist süß und klebrig. Bist du hier? Nee, auch nicht. Gib mir ein Zeichen. Okay, da liegt schon mal Dose auf dem Boden. Bist du hier? Ich geh ja schon. Gib uns ein Zeichen. Ne, nix. Gib uns ein Laster. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Töte ein Laster. Gib uns ein Zeichen. Ach, nix. Also ich weiß in Orten, wo angeblich die Sachen liegen sollen, die liegen. Gib uns ein Zeichen. Ah, nix. Anlass nicht mehr sagen. Also kein Glück, ey. So ein Pech. Ich glaube, gleich alles oben im Kinderzimmer. Okay, wir kommen gleich hoch. Gib uns ein Zeichen. Ja. Nix. Ja, dann gehen wir mal hoch. Gucken wir mal, ob Lasse recht hat oder ob wir ihn verfluchen müssen. Sagt ja auch Glaube. Sagt ja auch nur Glaube. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Wir haben Blau und Schlau gelöst. Rate mal Beso. Gib mir ein Zeichen. Bananenpopo? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Das wurde. Ich hab die Tarotkarten gefunden. Oh. Dining Room waren die. Du hast die aufgenommen? Ja, ich hab's in der Hand. Warum zeigst du uns nicht erstmal, wo die lagen, damit wir es auch wissen? Guck mal, hier, was für ein... Hier, an der Ecke. Ja, ist klar. Ich geh schon mal nach. So. Also ich weiß jetzt schon wieder, wie das ausgeht. Die spielen mit der Tarotkarte und ich gehe drauf. Ich tue dich wieder beleben. Deaktiviert man die. Oh ne, der Devil. Lasse. Stimmen willst du auch mal? Nein, lass mal gut sein. Lasse! Komm wieder! Echt mitgespielt oder was? Alter, das ist ein Team. Echt jetzt. Am Arsch, bevor ich was verliere, kann er mich gerne haben. Alter Vater. Das war Runde. Mühling. Ah, sehr schön. Mhm. Das Baupapier musste unten. Also unten in der Küche oder im Dining Room. Ach so. Weil genau da bin ich reingelaufen, das wäre ich von ihm weggelaufen. Was hattest du für eine Karte? Das. Ich hatte einfach den Tod. Ich glaube, ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, bei so Sachen spawnt er sowieso direkt neben dir. Aber sicher bin ich mir gerade nicht. Aber er ist auch. Ja, okay, also er kam mir, also ich war ja im Flur, als ich das gemacht habe. Und ich hätte, als ich gejagt wurde, bin ich in die Küche gelaufen, weil ich dachte, der kommt halt von oben. Weil ich dachte, im Kopf hatte, dass er vielleicht oben ist. Aber von oben kam er halt nicht und ist dann in der Küche vor mir gespawnt. Mhm. Tja, so war das halt. Weißt du, du denkst da nichts Böses und dann wirst du einfach nur noch niedergemacht. Da könntest doch gerade. Aber okay. Ich opfer mich nicht für die. Das kannst du nicken. Am Arsch. So, jetzt sind wir mal gespannt, was jetzt noch kommt. Oh, ich bin wieder der Erste. Ja, ja. Jetzt fehlt nur noch der gute Michael. Brickfield Roadhouse. Yes. So, wir müssen jetzt rausfinden. Bringen Sie den Geist dazu, die Katze auszublasen. Zum Glück haben wir Katze dabei. Heißt ein Durchschnittsding von 25, dann kommen Sie dem Geist einer Jagd. Der Gute heißt Paul Brown. Nein, du heißt Michael, lüg nicht. Maul Paul. Dann halt nett. Ich wollte doch nur mal meine Anfänger sein. So, jetzt habe ich ein paar Minuten Zeit, da drin was zu machen, ohne dass irgendjemand Blödsinn da drin macht und irgendein Curse-Object findet. Glaubst du? Ich habe ein paar Minuten Zeit, so schnell findet er den Kram nicht. Wenn wir ihn überhaupt finden, die Minister total abgeneigt von den Cursed-Sachen. Wie kommst denn da drauf? Reacher-Blatt gefunden. Hast du? Ja, drin. Ja, okay. Reacher-Blatt ist langweilig, das will ich nicht. Nicht? Ne, das kennt man schon. Das ich hatte auf den Spiegel oder sowas, den kenne ich noch nicht. Spiegel, Uhr, Summoning Circle, sowas halt. Als anderes oh, in der Schränke ist sogar jetzt Sache drin, wo du dich normalerweise drin versteckelt hast früher. Habt ihr gehört? In der Schränke sind jetzt Materialsache drin. Garage! Ah, okay. Auf Wiedersehen. Was für Materialsachen? Ey, komm mal eine Etage höher, da hast du doch die kleine Schränke die ganze Zeit gehabt, wo wir uns drin versteckelt haben. Jetzt ist Kiste und Krams drin. Ja, achso, ich hab doch mal Wiedersehen gesagt. Das sind die Dinger blockiert werden von dem Geist sozusagen, wenn man sich versteckt. Ja, nee, ist klar. Ja, was ist der Geist? Alter Vater, du kennst doch... Nein! Boah. Also ja, aber ich hab doch auf Wiedersehen gesagt. Wieder rein und einfach Demon ist tot. Ja. Hab aber hast du Wiedersehen gesagt? Hä? Das Video wird benutzt, aber ich hab endlich auf Wiedersehen gesagt. So, jetzt bin ich mal, also jetzt können wir gucken, was es wird. Oder? Man muss nur auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen, ja, goodbye. Jo. Dann bin ich jetzt ein bisschen mehr schon, wo das in der Garage ist. Oh Mann. Garage. Das habe ich schon gehört. Ah, zum Glück habe ich Kaffee, sonst würde ich jetzt gerade ausraschen. Dann werden dich retten. So, ich mach den Schrank mal zu. Ich glaube, Demon hasst mich jetzt. Oh, ja. Ich tue das sowieso schon. Ich glaube, der flucht wahrscheinlich jetzt voll. Und will mich jetzt auch tot sehen. Warum soll ich nicht tot sehen? Demon, tut mir leid. Ja, am Arsch. Aber warum rennst du auch runter, wenn ich hochrenne und schreie? Ah, der Geist! Ja, nee, ist klar. Ja, ist aber so. Wir müssen doch irgendwas als Geist machen können, sonst könnte ich die ganze Zeit nur da rumoxidieren. Der Geist ist weg! Der ist woanders! Hä? Ja, ich weiß, hab ich auch keine, der kann aus dem Badezimmer raus. Ach nee. Gott, bist du aggressiv, Junge. Chill. Hier, friss Taschenlampe. Hm. Hä, Garage hieß es. Wann ist der auf? Alles zu kurz, ich hol kurz die Kamera. Weird. Tja. Ach, die. Haben wir ja schon. Da, guck mal, der Geist verarscht uns voll. Bist du noch da? Nö, der ist schon lang weg. Er ist schon lange weg. Funktioniert. Meiner Geist, Alter. Toter Körper, sehr schön. Ja, die Kohle kriege ich nicht mehr, wäre mein ganzes Grabens ist jetzt wieder fort. Mein Instinkt, mein übernatürlicher spiritueller Instinkt sagt, es ist ein Yokai. Ein Yokai. Genau. Mhm. Also das konnte ich ausschließen. Auf Box-Projektor, ja, das ist gut. Bisschen wirklich ein Yokai ist am Riff. Ja, ja, das sind schnelle Runde. Der Revenant. Ja, knapp das. Oh, eine 50. Punkt. Alter, wo kam der her? Oh, oh nee, das ist ein Bad. Das ist ein Badezimmer. So. Ich weiß nicht, seit wann Badezimmer Garage ist, aber krass. Tja. Hm. Ich bin dann bereit. Was? Nicht traurig sein. Kann ich ja nicht dafür, dass ihr tot warst. Alles gut. Na. So. Mal gucken, wie lange wir jetzt überleben. Tippen wir 5 Minuten vielleicht. So, wir müssen rausfinden, was das für Geist ist. Beweise übernatürliche Ereignisse. Das sind Teammitglied Zeuge eines Geistevents werden. Teammitglied unter 25%. Nancy Miller. So. EMF. Los geht's. Lampe an. Ahäuchen, Geistchen. So, Schlüssel habe ich aufgenommen. Tunkoyer, das sind Keys. Okay, das heißt Nursery zuerst. Nee, Nursery so, hier. Bist du hier? Dingst nach Bier. Ist nix. Hallo? Hallo? Auch nichts drin? Nee. Gesundheit. Normo. Normo. Danke. So, bitte. Nur noch. Mirror. Hier Mirror. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Stinkst nach Bier. Hey, musst du nicht beleidigen. Nur weil ich was getrunken habe. Bist du hier? Garage. Also Basement ist ein Summoning-Site, das kann natürlich sein. Ist ja ein Summoning-Site. Bist du hier? Nö. Ich will nicht wieder das Gia-Board, das wird immer so langweilig. Strom ist an. Oh, Strom. Hinten in der Ecke. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Was? Voodoo-Doll. Wie heißt du? Bist du hier? Dink nach Bier. Bist du ein Bier, Stier? Hier, Bier, Stier, Bier, Dink, Bier. Bist du hier? Bist du ein lieber Geist? Ne, ist er definitiv nicht. Heißt du zufällig Nancy? Wir haben einen Ouija-Board. Ach, dann benutzt es mal, Demon. Lasse. Mhm. Bist du hier? Weiß ich nicht, ob ich das will. Ne, null Ausschlag hier überall. Wir haben uns ein Zeichen. Oh cool, du kannst gerade jetzt die Schränke aufmachen. Das ist ja mal krass. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Cool. Finde ich nice, dass man jetzt die Schränke und alles aufmachen kann. Doppel rein. Geht der auch? Fotos. Ein Ouija-Brett. Funk Deluxe. Ouija-Brett. Und wo ist er? Was? Keine Ahnung, wo er ist. Wie heißt du? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ah, Baby, Garage, Garage, Garage! Hm? In der Garage ist EMF 4. Und Gefriertemperatur. Er hat das Ouija-Brett zerstört. Hätte ich auch gemacht. So, dann legen wir mal das auf. Ich nehme an, dass Michael tot ist? Wie kommst du denn da drauf? Was nicht? Hier liegt noch ein Fuß. Also Knoche. Ja, ich habe die Kamera da draußen gelassen. Ah, ich hol sie dann. Dass wir Gefriertemperatur haben, hast du gehört, oder? Ja, habe ich auch gesehen gerade noch. Naja, Vichoport liegt. Ah, so ist ja der Bett. Die ganze Zeit rausgetragen. Mhm. Deswegen macht das wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Hm. Gut, EMF haben wir schon mal. Zeuge eines Geister-Events müssen wir noch werden und 25 müssen wir noch erreichen. Boah. Okay, also wir singen. Hey. So, also so haben wir mal nix. Für dich. Gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Wo könnte ich jetzt? Er schreibt ins Buch. Herz, plenty. Okay, danke. So, Kamera ist leer. EMF 5, ne? Haben wir alles. Haben wir alles? EMF 5? Ja. Cool. Buch, EMF 5 und Freezing. Freezing. Ja, dann gehen wir raus, tippen es in. So, also. EMF und EMF. Ein Schade. Ja, das ist schade. Michael Shade. So. Schade, es ist ein Schade. Schade, schade. Schade, schade, schade. So, in dem Sinne. Schade, schade. Schade, schade. Und ab geht's. In diesem Sinne, schade, schade. In diesem Sinne, schade, schade. Okay, schade, schade. Schade, schade, schade. Aber ich hatte jetzt nicht genug Bock gehabt, das andere Zeug zu erledigen. Ganz ehrlich sagen, ein Schade. Schade. Demon, du hast dich jetzt schön gerecht. In dem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten fürs Mitspielen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt.